Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SCP Secret Files. Weiter geht's. Es ist wahrscheinlich auch die letzte Folge, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich so geschnitten haben, dass ich diese Leseanteile als Extra-Folge rausbringen werde und die Episoden an und für sich nochmal als eine. Aber die mal gucken, ob sie dann zeitgleich am selben Tag rauskommen oder ihr werdet es gesehen haben, wenn jetzt nochmal eh schon zum Schluss. Auf jeden Fall werden wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen Lesepart haben. Und danach dann die letzte Episode uns anschauen. Und damit würde ich sagen, beginnen wir auch schon. Wir gucken mal, was unsere Freunde sagen. Gut gemacht, junger Mann. Vielen Dank, Director. Ich weiß, dass ich gut bin, Boss. Nein, wir machen vielen Dank. Wenn wir nicht so vorlaut sein. Eine realitätsverzerrende Anomalie, die als Keter klassifiziert wird. Das Subjekt komatös zu halten, scheint die einzige Lösung zu sein. Weiß ich nicht, ob das wirklich die einzige Lösung ist. Stimmt, hier ist es anders, als ich erwartet hatte. Hä? Bekommen wir denn gar keine Antworten? Ich lerne noch, die Regel zu verstehen und zu befolgen. Ich habe das Gefühl, wir... Ach doch, da kommen noch Antworten. Als ich Ihnen diese Aufgabe anvertraut habe, habe ich mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht, ob Sie dazu in der Lage sein würden, sie zu erfüllen. Anscheinend sind Sie bereit. Was meinen Sie damit? Karl, jemand möchte mit Ihnen reden. Huch, Mitteilung von neue Nachricht von Unbekannt. Kontakt. Öffnen. Dann öffnen wir mal. Unbekannter Kontakt. Hallo Karl. Wer sind Sie? Mal gucken, wer das ist. Das ist unwichtig. Viel wichtiger ist, wer Sie sind. Karl ist nur ein Name, ein Symbol. Ich werde Sie zu den Antworten führen. Bitte, was? Sag jetzt nicht, wir sind auch ein SCP am Ende. Was soll ich tun? Zuerst müssen Sie einige Aufwärmübungen absolvieren. Fahren Sie mit dem Aufzug bis zum 15. Geschoss. Mal kurz zu Ende lesen lassen, hättest du mich schon können, Spiel. Okay, anscheinend haben wir doch keinen Leserpart mehr. Das ist vielleicht doch schon die letzte Folge. Guck mal, bis zum 15. zum Aufzug gehen. Aufzugssektor B24 nehmen. Wir können aber, ich guck trotzdem mal, ich weiß, der Aufzug ist weiter vorne. Trotzdem mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was finden oder weiterkommen. Anscheinend nicht. Na gut. Dann nehmen wir den Aufzug. Das auch zu. Mal gucken, ob jetzt jemand hier vorne sitzt. Kann nicht jeden Tag niemand dort sitzen. Doch, anscheinend schon. Kann ich nicht einfach... Ach, da. Durchziehen. Da sitzt wirklich fast niemand. Danke fürs Öffnen. Gut, Sektor B24. Dann fahren wir mal dahin. Standort 105. 11, 13, ach so, 13.11.2012. 13.12.2012. Jetzt sind wir doch schon ein paar Monate hier. Betreten Sie den Raum und warten Sie auf Arbeitsbenachrichtigungen. In welchen Raum soll ich jetzt betreten? Okay, da, wo wir durchgucken können. Die verfolgt uns nicht. Ein neuer Archivarraum. Sitzen. Wir setzen uns natürlich noch nicht. Klingt auch ein Telefon. Kleinen Moment. Huch. You'll have to follow my instructions. Do exactly as I say. There is an access card on the desk. Take it and exit through the door on the other side. The passcode is 0426. Find room B426. Okay, ich habe es nochmal schnell mitgeschrieben. Finden Sie die Zugangskarte, aber wahrscheinlich kriegen wir es eh gleich. Können mehreres einsammeln. Wir gucken erstmal. Amnetische Anmeldeformulare, terminierte Personen, Typen und Dosis. Kate Lawrence, Sophie Marr und Sebastian Shaw. Okay, die haben es also terminiert. Ein Post-it. Bringen Sie kein Brot in die Lounge. Ist Ihnen nicht schon übel? 0426, das war der Türcode.
War der 0426 oder war der 62? Mercontoast. Gesund essen, gesund leben. Schön. Und die Karten noch. Mitarbeiterkarte. Carl Astana, Stufe 3 haben wir jetzt. Temporärer Zugang. Durchziehen. Hä? Ist ja schon eingegeben. Bestätigen. Nein, muss ich doch was eingeben. Ich probiere mal beides. 0426. Okay, dann war es doch 26 und nicht 62. Gut. Wo sind wir hier jetzt? Betreten Sie Raum B, C, B. Das hier dann. Okay, können wir gar nicht. Der macht ja auch am Dings hier nichts, ne? Search Room. B426. Ist aber auch, wenn das Passwort dann genauso ist wie der Türcode. Bisschen Ausschluss. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, was da auf uns wartet. Okay, jetzt werden wir auch zu einer Mitarbeiterklasse D. Das sieht mir hier. Ich möchte gern wieder zurück zu meinem Archivarplatz. Darf ich bitte? Oh Mann. Das heißt nichts. Das heißt echt nichts Gutes. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Wenn die überall Kameras schon stehen. Nee. So, meine Notizen habe ich mal wieder weg. Projekt-ID, SCP, natürlich, 426, Projektklasse, Euklid, Geheimhaltungsstufe 3. Sicherheitsanweisung. Die Identitäten aller nicht zu Stufe D gehörigen Mitarbeiter wurden geschwärzt. Die Aufzeichnungen in diesem Leitfaden sind über die digitale Bibliothek abrufbar. Stufe 3 Autorisation erforderlich. Die Einsicht in diesen Leitfaden unterliegt der Vertraulichkeitsklausel. Zu widerhandelnde Mitarbeiter werden umgehend degradiert. Bestätigen. Bestätigen. Das nenne ich mal eine schöne Sicherheitsanweisung. Hallo. Das hat doch was Schönes. So, wo kommen wir jetzt rein? Versuchsbericht 426-1. Testsubjekt natürlich. Jetzt sind wir doch ein D-Mitglied. D-081. Testtag 7.2000. Beschreibung. Testsubjekt. Ach nee, doch nicht. Testsubjekt D081, Jason Krias, 28-jähriger afroamerikanischer Mann mit dem Spitznamen Chimney, bei guter körperlicher Gesundheit und ohne jegliche medizinische Vorgeschichte für geistige Erkrankungen. Wegen Mordes zur lebenslangen Haft verurteilt. Sein psychischer Zustand war vor Betreten des Standorts stabil. Im Gefängnis entwickelte er jedoch äußerst pessimistische Verhaltensmuster sowie eine ernstzunehmende Nikotinsucht. Seine Krankenakte zeigt, dass er keine körperlichen Erbrechen litt. Ich würde sagen, und damit herzlich willkommen in der letzten Episode von SCP Secret Files. Erschöpft, skeptisch und müde. Das Leben ist hart. Wenn sich Schlaf- und Wachzeiten so unregelmäßig abwechseln, dass mir nur noch die Anzahl an Zigaretten ein Zeitgefühl gibt. Nur Rauchen holt mich aus dem Bett. Cool. Wir sind jetzt aufgestanden, um zu rauchen, dachte ich, oder? Die haben mir nicht mal einen Spiegel. Aber ich muss mich auch nicht sehen. Warum war da jetzt Q1? Kann ich auf Toilette gehen? Ich muss erst auf dem Klo rauchen. Was wäre auf dem Klo?
Haben wir noch Zigaretten wahrscheinlich, oder? Ein kleines Einzelbett, aber bequemer als im Gefängnis. Was ist denn, wenn ich jetzt Q drück? Ach, die Geschwindigkeit vom Schreiben. Ah. Aber wo sind jetzt meine Zigaretten? Hier. Warum geben die uns, was wir nicht mal benutzen können? Geht doch nicht. Ich brauche jetzt Zigaretten. Hol die Zigarettenschachtel. Hat er jetzt. Jetzt können wir rauchen. Wenigstens lebst du noch. Du hast recht. Ach, das erzählen, Nachbar. Ich habe aufgepasst, weißt du? Ich kann deine Lebensenergie spüren. Was? Nicht nur deine, sondern die aller Lebewesen. Die Übergänge, die stattfinden. Es ist toll, wenn man das Beste aus Lebensübergängen macht. Und hier gibt es so viele. Wovon zur Hölle redest du da? Sie führen immer zu unbekannten Möglichkeiten. Nie weiß man, was passiert. Ich sehe das Chaos des Menschen. Verzerrt von einer Macht, die man nicht Leben nennen kann. Trottel. Naja, wenigstens lebst du noch. Klar, ich tanze vor Freude. Oh, jetzt kommt einer. D081, Zeit für Ihre Aufgabe. Ich rauche noch meine Zigarette. Ach komm schon, ich befolge jeden Befehl. Da werde ich doch wohl mal rauchen dürfen. Beeilung! Verdammt. Ah! Wenn da von Kameras verfolgt, können wir den anderen eigentlich interagieren? Was machst du da? Keine Ahnung, aber offensichtlich brauchen wir ein Glas Limo. Oder was? Limo? Limo, süß und herb. Lösch den Durst und schafft einen klaren Kopf. Jeder mag ein Glas Limo, egal in welcher Jahreszeit. Schneidest du dir mit dem Messer in den Arm? Denk nicht darüber nach. Ich rede von Limonade. Magst du Limonade? Limonade? Klar, aber dein Arm muss versorgt werden. Der kann warten. Limonade. Wir brauchen Limonade. Er ist übergeschnappt. Was haben wir hier? Lass mich in Ruhe. Gut, dann lass mal dich in Ruhe. Und du hier? Hey Chimney, eine Zigarette und ich sag dir, was du heute tun musst. Guter Deal, oder? Lass stecken. Komm schon, wir sollten einander helfen. Verarschst du mich? Was bringt's mir, das zu wissen? Ich muss es doch sowieso tun. Ach komm, jetzt sei doch nicht so geizig. Dir gehen nie die Zigaretten aus. Du bist Andy, stimmt's? Ja, bin ich. Andy, ist hinter dem Poster wirklich ein Tunnel? Ist es ein Scherz? Dahinter ist Stahl. Komm, nur eine Zigarette. Ich habe wichtige Informationen zur Aufgabe. Glaube ich dir nicht. Ich möchte aber in die andere Richtung. Gehen Sie weiter. Mach ich. Ich gehe gern weiter. Also da weiter. Sie sollten nicht hier sein. Na gut. Wie jetzt? Doch nicht hier lang. Auf in den Fahrstuhl. Und auf nach unten. Hier gibt es auch viele Fahrstühle. Okay, Ebene 16. Mach dich bereit. Ah, ich verstehe. Sicherheitskontrolle. Was kannst du mit dem Ding überhaupt sehen? Keine Waffen, kein Metall, kein Rauchen, Beobachtungsraum. Kein Rauchen? Kannst du mich nicht ausstehen, was? Zeige... Achso, zeig Hände. Dann gehen wir einmal auf in den Beobachtungsraum. Sind aber sauber. Und weiter geht's. Ich sehe schon, wir müssen uns auf die Plattform stellen. D081. Ich kann dich hören. Was soll ich diesmal machen? Im untersten Stockwerk gibt es einen Raum. Betreten Sie ihn und betrachten Sie den Gegenstand auf dem Tisch. Kommen Sie zurück und berichten Sie mir, was Sie in der Beobachtung herausgefunden haben. Haben Sie verstanden? Ja, ich glaube schon. Die SCB Foundation ist eine Irrenanstalt. Oh, das ist sie wahrscheinlich wirklich. Teilweise wohl schon. Dekontaminierung abgeschlossen. Mann, daran könnte ich mich nie gewöhnen. Muss das echt so eklig sein?
Anscheinend. Sind das jetzt die Gegenstände schon? Nein, oder? Hm? Dieses Gemälde heißt Los Angeles, 4 Uhr morgens. Interessant. Interessant, das tatsächlich. Das ist ja auch hier ein schönes Poster. Ist auf dem Poster eine Oper? Die Spinner mögen Oper. New Enigma. Waiting for you to solve it. Oh Gott. Sphinx 3. Und dann noch nur ein Strick. Mhm. Im Ernst? Toaster. Yo, Director. Hallo, können Sie mich hören? Alles in Ordnung, oder? Ist ein Toaster. Aber hier stehen auch solche Kameras. Das heißt auch nichts Gutes. Ich drück den Knopf mal noch nicht, aber doch, müssen wir wohl. Das ist wohl das, was ich mir angucken soll. Was zur Hölle ist das? Toaster? Zuerst rauche ich eine. Wo ist meine Zigaretten? Die erraten die, wo meine Zigaretten versteckt sind. Oh, wirklich? Mann, ist das gut. Du solltest hier nicht in der Nähe rauchen. Geh nur eins ging ins Labor zurück und berichte den Doktor. Also, was sehen Sie? Nun, auf dem Tisch... Ich bin ein Toaster. Was? Ich bin ungefähr 18 cm breit und vielleicht 5 cm hoch und aus rostfreiem Stahl. Noch was? Was noch? Ich weiß nicht, was Sie sonst noch wissen wollen. Noch was? Was gibt's da schon zu sagen? Ich bin ein Toaster. Brot reinstecken und man bekommt ein scheiß perfektes Stück Toast. Gut, Sie können jetzt in Ihr Zimmer zurückkehren. Gut? Was habe ich gerade gesagt? Ich kehre ins Wohnquartier zurück. Hey, wie süß, magst du deine Limonade? Ich mach sie, wie du sie haben willst. Du blutest. Was? Also willst du keine Limonade? Das reicht, dieser Idiot stirbt doch, wenn sich keiner um ihn kümmert. Du kommst auch angerannt extra für mich. In einem Stück zurück. Gib mir deine restlichen Zigaretten, Chimney. Du siehst gar nicht gut aus. Willst du sterben? Hey, Chimney. Irgendwas ist anders. Du riechst so gut. Du riechst so gut. Was denn jetzt? Ich spüre es. Du wirst ein neues Leben leben. Eine andere Art von Existenz. Scheiße, das klingt so abgefuckt. Du bist jetzt anders. Für dich gibt es keine Grenzen mehr. Es gibt weder Anfang noch Ende. Nur Chaos. Halt die Schnauze. Ende dein Leben? Wer weiß. Vielleicht entwickelst du dich weiter. Warum versuche ich überhaupt, dein Gelaber zu verstehen? Du fühlst dich jetzt anders, stimmt's? Stimmt schon. Vielleicht bin ich einfach nur müde. Ein Leben braucht Antrieb. Vielleicht brauchst du nur eine Zigarette. Eine Zigarette? Nein, nein, nein. Ich brauche keine Zigarette, sondern Energie. Denn ich bin ein Toaster. Ich funktioniere nur an der Steckdose. Wow, ich bin ein Toaster! Das ist so toll! Wo war ich gerade? Ich muss mich aufladen, ja genau, ich muss mich aufladen. Bitte was? Wissen wir auch, wofür das Ding hier vorne ist? Jetzt kann ich es gebrauchen. Verdammt, kein Stecker! Der hat mir alle Zigaretten gegeben, aber keinen Stecker. Vielleicht kriege ich selber hin. Denke an einen Toaster mit Stecker. Hol ein Kabel aus der Toilette? Hol ein Stofffetzen. Hol ein Stück Eisenrohr. Ich muss herausbekommen, wie man das macht. Denk nach. Wähle zwei von hier. Ach, mit A und D. Was? Nein. Gegenstand kommt nur für A. Nein, warte mal. Nein, nein. Ich wollte auch die Zigaretten nicht haben. Ich wollte eigentlich Kabel und Rohr nehmen. Na gut, kombiniere. Will Stofffetzen. Ja, wie kann ich das jetzt andrücken? Also ich mach A und D. Enter.
Hoch, runter? Nein. Er macht gerade nichts. So eine Taste, womit ich das kombinieren kann, wäre schon cool. Mit E. Mit E kann man. Sehr gut. Ich wollte das hier. Und das hier. Okay, so geht's. Kannst gar nicht abwarten. Ab in die Stadt. Oh nein. Ja. Wir waren doch ein Mensch. Oh Gott. Testbericht. D081 beobachtete der SCP-426 30 Minuten lang aus nächster Nähe. Er konnte eine Beschreibung von SCP-426 nur in der ersten Person abgeben. D081 ging in seine Zelle und begann zu halluzinieren. Er glaubte, ein Toaster zu sein. SCP-426. D081 starb durch einen Stromschlag, als er ein selbstgemachtes Metallobjekt in eine Steckdose steckte, da er glaubte, sich aufladen zu müssen. Der nächste. Versuchsbericht 426-3, Testsubjekt D082. Testtag, der 15.03.2000. Beschreibung. Ich lasse das mal kurz durchlaufen. Wir sehen uns gleich wieder. So. Testsubjekt D082 in Dorothy Wilson ist eine 65-jährige weiße Frau ohne jegliche medizinische Vorgeschichte für geistige Erkrankungen. Als D082 am Standort ankam, lag kein psychologisches Gutachten vor. Die Analyse zeigt, dass sie mental stabil und resistent gegenüber Vernehmungen ist. Sie hat mehrere Zellnachbarn in den Selbstmord getrieben und Wachen dazu verleitet, die Gefängnisleitung zu hintergehen. Bei D082 wurde vor ihrem Beitritt zur Foundation Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Sie wurde für Tests freigegeben, nachdem bestätigt wurde, dass der Krebs dem SCP-426-Test nicht im Wege steht. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit ihr kommen. Mrs. Wilson? Mrs. Wilson? Was ist passiert? Ich bin eingeschlafen. Tut mir leid, vielleicht habe ich mich verhört. Du hast geschrien. Oh, ich bin eine alte Oma, ne? Wie unhöflich. Warum habe ich geschrien? Immer wenn ich einschlafe, habe ich Angst, ich wache nicht wieder auf. Du hast Brot geschrien. Gebt mir Brot. Ich habe von meinen Kindern geträumt. Immer wenn ich an sie denke, bereue ich, was ich getan habe. Vor 7 Monaten haben sie mir gesagt, dass ich Krebs habe. Mein Gott, tut mir leid, das zu hören, Wilson. Ich habe im Leben viele Fehler gemacht. Ich bin aus freien Stücken hier, weißt du? Als Wiedergutmachung, schätze ich. Mhm. Oh, sorry, Gesprächsrunde vorbei. Nächstes Mal erzähle ich dir mehr von meinen Kindern. Was hast du mit deinen Kindern gemacht? Hast du sie umgebracht? Man sollte auch im Auto auf sein Aussehen achten. Ich wünschte, jeder würde so denken. Ich sollte die gestohlenen Zugangskarten wieder unters Kissen legen. Leg mal drunter. Hallo, junger Mann? D02, Zeit für Ihre Aufgabe. Hallo, junger Mann? Du wirkst heute so unglücklich. Was ist los? Hätte ich noch einen Tag in diesem leeren Raum verbringen muss? Ich sollte mich nicht beschweren, aber die Langeweile... Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ja, wahrscheinlich. Hallo? Sie? Hallo? Du solltest abhauen. Verschwinde von hier. Warum sagst du denn sowas? Okay. Weil alle, die da reingehen, sterben werden. Wilson, du erinnerst mich an meine Mutter. Ich fühle mich geschmeichelt, junger Mann. Nein, Spaß. Meine Mutter kam zur Hölle gefahren. Nein, die Hölle ist zu gut für sie. Aber im Ernst, du bist eine gute Frau, Wilson. Wie landet jemand wie du hier? Warum ich hier bin? Ach, das ist nichts. Ich bin freiwillig hier. Was? Zur Hölle? Sorry, aber warum? Warum machst du das? Das ist ein Geheimnis. Gute Frauen sollten Geheimnisse haben dürfen. Findest du nicht? Och.
wenn du eine gute Frau wärst. Hallo? Hättest du gerne ein Glas Limonade? Sicher doch. Aber du hast gar nichts in deiner Hand. Hättest du gerne ein Glas Limonade? Also wenn du welche hast, sag ich nicht nein. Hättest du gerne ein Glas Limonade? Junger Mann, stimmt etwas nicht mit Ihnen? Was ist mit seiner Hand? Ich glaube, er ist verletzt. Das geht hier nichts an. Los geht's. Hättest du gerne ein Glas Limonade? Oh, nein, danke. Verdammt, Sie sollten nicht nein sagen. Hab ich was falsch gemacht? Genug, raus hier. Huch, das war nicht meine Absicht, junger Mann. Ich wollte ja zuerst ein Glas Limonade, aber dieser junge Mann wollte mir keine geben. Wissen Sie? Und dann dachte ich so, ich kann die Gesprächssituation beenden, indem ich dann halt nein sage. Ach, die Jugend von heute. Sicherheitskontrolle. Was? Immer scannen Sie. Vertrauen Sie mir nicht? Na gut, anscheinend sind Sie heute nicht zum Reden aufgelegt. Dann scannt mal. Ihr werdet nichts finden. Ich bin eine gute Frau. Sehen Sie? Ich sehe. Dann stelle ich mich jetzt auf diese Plattform. Guten Morgen, Doktor. D082. Sie dürfen mich Dotty nennen. Heute werden Sie im innersten Raum verbringen und müssen ein Objekt auf dem Tisch betrachten. Kommen Sie dann zurück und erstatten Sie mir Bericht. Okay. Warum spricht er immer in solchen Rätseln? Aber das klingt einfach. Bloß gut, wer weiß, wie lange ich stehen kann. Dann gehen wir einmal. So, hier rein. Was ist das? Was ist das für ein Rauch? Meine Güte, dieser Gestank. Warum nehmen die nicht Lavendelduft? Aber wirklich. Kannst ja wenigstens ein bisschen freundlicher gestalten. Mal gucken, was sie zu den Bildern sagt. L.A. um 4 Uhr morgens? Wieso erinnert mich das Gemälde an Basketball? Das weiß ich ja auch nicht. Und hier? Diese Show sieht interessant aus, aber ich werde es mir nicht sehen können. Ich gehe lieber weiter, ich will nicht hetzen. Gut, dann auf zum Toaster. Das kenne ich doch! Nebenan ist doch der leere Raum, in dem ich schon war. Was? In welchem leeren Raum? So, hier muss ich drücken. Ich soll doch beobachten. Genau, nur beobachten. Ah ja, das ist also... das kenne ich doch aus meiner alten Zeit zu Hause. Das ist eine Kamera. Eine altmodische Kamera. Und das sind solche... Wie nennt sich das? Computer. Und was soll ich jetzt hier beobachten? Das ist doch ein... Ein 50er-Jahre-Modell-Toaster. So einen hatte ich auch bei mir in der Küche stehen. War das mein Tinnitus? Oder was war das für ein wundervoller Klang? Okay, wir gingen zurück ins Labor. Und berichten mal. Dann berichten Sie mal. Ich bin nicht sicher, ob es das ist, was Sie brauchen. Berichten Sie. Ich bin ein Toaster. Ungefähr so breit und so hoch. Und meine jüngste Tochter hat das gleiche Modell wie mich. Und ich bin türkis. Ich denke, die Farbe steht mir. Ja, ich mag diese Lackierung. Ich denke, ich funktioniere noch. Was noch? Mehr weiß ich nicht, tut mir leid. Früher war ich aufmerksamer. Gut, Sie können jetzt in Ihr Zimmer zurückkehren. Danke, da bin ich froh. Lalala. Bist du jetzt tot? Er scheint zu schlafen. Ich glaube, es geht ihm gut. Ja, ganz bestimmt. Was? Nein. Junger Mann, ein paar Worte würden nicht schaden. Willkommen zurück. Wir wollen eine Aufgabe. Danke, ziemlich leicht, aber irgendwie seltsam. Seltsam? Ja, immer noch besser als einen Monat im Blog von irgendeinem Idioten zu lesen, was? Naja, wenigstens... Ach so. Naja,
Wenigstens haben sie mir nicht zu hart rangenommen. Ich sollte weder Echsen noch Erdnussfinger untersuchen. Erdnussfinger-Figuren. Erdnussfinger. Ich bin allergisch auf Kaltblüter und Erdnussbutter, weißt du? Du bist mir vielleicht einer. Junger Mann, lassen Sie mich vorbei. Ich muss meine Gespräche führen. Was macht dir Sorge? Frauen in deinem Alter sollten nicht hier sein. Wieso? Ey, Mrs. Wilson, wie geht es dir? Ich weiß nicht. Ich meine jetzt nach der Aufgabe. Ach so, naja, geht schon. Ja, es geht mir gut. Das ist toll, Mrs. Wilson. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich dachte... Es geht mir gut. Ich fühle mich... Toll. Ja, wunderbar. Ich muss etwas tun. Was meinst du denn damit? Mrs. Wilson? Mrs. Wilson? Wissen Sie, es gibt da so eine kleine Stimme in meinem Kopf. Es wird Zeit, dass ich meine Pflicht erfülle. Ich bin ein Toaster. An die Arbeit. Ups. I'm a toast now. Und da liegt Toast auf meinem Bett. Willst du noch was anderes machen? Es gibt doch keine Steckdose mehr. Wir haben nicht genug Toastbrot. Die gestohlene Zugangskarte. Wir brauchen mehr Toast. Ich muss toasten. Ich bin ein Toaster. Noch mehr Toast, bitte. Arbeit, Arbeit. Brot, Brot. Ich kann jede Art von Toast essen. Auch altes und vergammeltes, weggeworfenes, das hier auch. Brot, Brot, Arbeit, Arbeit. Noch mehr Brot. Das reicht nicht, ich kann auch mehr toasten. Ich muss mehr toasten, noch mehr. Oh Gott, wie viel denn noch? Das reicht nicht, ich kann auch mehr toasten. Kein Problem, ich bin das beste Modell. Oh, hier gibt's ganz viel für mich. Arbeit, Arbeit, mehr Brot, mehr Brot. Noch mehr. Noch mehr. Ich brauche mehr. Oh Gott. Warum braucht das Brot so lange zum Toasten? Gut, platzt sie gleich. Ja, nom, nom, nom. Oh, ich kann noch mehr toasten. Vielleicht auch nicht. Testbericht. D082 betrachtete das Objekt Minuten aus nächster Nähe. 5 Minuten später konnte sie über SCP-426 nur der ersten Person berichten. D082 entwickelte 50 Minuten nach Rückkehr in ihre Zelle Halluzinationen. Sie glaubte, ein Toaster zu sein, SCP-426, und Brot toasten zu müssen. Sie erlag inneren Blutungen, hervorgerufen durch eine akute Magendilatation. Bei der Autopsie fand man 16 Kilogramm unverdautes Brot im Magen. 16 Kilogramm, wow. Wow. So, die nächste Testperson. Versuchsbericht 426-6, Testsubjekt D083. Testtag 4.2000 irgendwas. Beschreibung. Testsubjekt D083, Adam Moria, ist ein 38-jähriger weißer Mann ohne jegliche medizinische Vorgeschichte für geistige Erkrankungen. Er wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein psychologisches Gutachten ergab, dass er vor Ankunft am Standort zu Gewaltausbrüchen und Manie neigte. Anmerkung. D083 schrie: Ich bin ein Toaster, ich muss von innen gereinigt werden! Nachdem er SCP-426 mal ausgesetzt wurde. Dann trank er 550 ml Reinigungsmittel und fiel ins Koma. Es ist momentan unklar, ob die Auswirkungen von SCP-426 noch anhalten. Die Observation ist noch im Gange. Und los geht's. Verdammt! Ihr könnt alle zur Hölle fahren! D083, doch passt schon. Sie sind wach. Machen Sie sich bereit fürs Labor. Warum zur Hölle bin ich hier? Was hat er mir angetan?
niemand ihnen was daran getan. Dass ich nicht lache. Sie halten mich für bescheuert, was? Nach der Aufgabe haben sie Industriereiniger getrunken. Was? Wovon zur Hölle reden Sie da? Verarschen Sie mich nicht. Ich mach Sie fertig. D083, was sind Sie? Was? D083, was sind Sie? Ich bin ein gottverdammter Großvater, das bin ich. Und ich werde dir Stück für Stück die Zähne ziehen. D083, rauskommen für das Labor bereit machen. Ich konnte mich ja gar nicht umgucken. Verdammt, warum ist mir so schwindelig? Mir geht's gar nicht gut. Fühlt sich an, als wäre ein Teil meines Hirns weg. Als wäre ich... Als wäre ich ein scheiß Toaster! Yeah, I'm a toaster! Mir fehlt ein Stück Brot. Oh mein Gott, du lebst? 5 Kilogramm Brot, Reinigungsmittel, ein Schwamm. Was hast du noch geschluckt? Was denn? Brottoaster, meine Teile reichen, dass ein guter Toaster eben macht. Ich bin ein Toaster. Was passiert hier? Hey, du, nimm dich von dem Typen nebenan Nacht. Der starrt dir auf den Arsch. Du starrst mir auf den Arsch? Ich will mit ihm reden. Wache, geh mal hier rüber. Lass mich kurz in den Hinhupfen. Da. Hey, Süßer. Nimm die Tasche hier, wenn du dein traumhaft schönes Leben willst. Welche Tasche denn? Welche Tasche denn? So, was passiert denn, wenn wir als Toaster und Toaster anstarren? Werden wir dann zu einem Toaster im Toaster? Der Wolf im Wolfspelz? Tick, 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 tick. Ach, tick, tack, 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 tick, tack. D083, was sind Sie? Kopfschmerzen und Schwindel. Ich bin ein guter Toaster. Schön, dass Sie ein Toaster sind. Mein Kopf tut weh. Wo bin ich? Was? Ich bin neuerdings so verwirrt. Okay. D083. Ey, du alter Sack! Was haben Sie in Ihrer letzten Aufgabe getan? D083, sind Sie bereit, das Testsubjekt erneut zu betrachten? Ich mache gar nichts mehr, verstanden? Töt mich einfach, ihr Schweine! Mein Kopf explodiert gleich! Wache, bringen Sie D083 zurück in seine Zelle zur Beobachtung. Ja, Doktor. Das reicht jetzt, ihr alter Sack! D083, zurück in Ihr Wohnquartier. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Scheiße, was stimmt nicht mit mir? Warum benehme ich mich so? I am a toaster, I am a toaster. I am a toaster, I am a toaster. Schön, als wäre ich ein scheiß Toaster hier. Ich bin ein Toaster und ich bin ein guter Toaster. Ich mache richtig gutes Toast. D083, gibt es etwas zu berichten? Komm schon, Mann, ich bin defekt. Defekt? Der Doktor will wissen, wie Sie sich fühlen. Ich bin definitiv defekt. Glaub nicht, dass ich noch Brot toasten kann. Brot? Hast du einen Schraubenzieher? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Brauchen Sie einen Arzt? Mach die Tür auf, muss repariert werden. Oh mein Gott, Brot! Ich versuche mich an diesem Brot, dann weiß ich, ob ich defekt bin. Oh Gott, was macht er da? Etwas stimmt nicht mit mir. Gar nicht gut. Oh nein. Wollen Sie sterben? Oh nein, nein, Wachen, rufen Sie die Wachen. Verdammt. Was? Nein, ich muss toasten. Ich muss scheiß nochmal toasten hier. Sofort aufhören. Nein, ich muss toasten. Ich bin noch fast defekt hier. Los. Gebt mir euch her. Ich muss euch toasten. Toasten alle. Zusammen hier. Wir haben einen Stufen-D-Insassen. Sofort aufhören. Nein, ich muss toasten. Toasten. Oh Gott. Oh Gott. D-03, sofort aufhören. Wollen Sie sterben? Ich bin defekt.
Nee, nur noch drei. Was sind sie? Ich bin kein guter Babybär-Toaster. Nein! Ich bin nicht mehr toasten, aber ich kann mich reparieren. I am a toaster. I am a toaster. Oh Gott, nein. Wirklich. Au. Und der Sound hört auch nicht mehr auf, ne? Ich glaube, es ist ein kleiner Bug. Wir warten mal kurz, was sie schreiben. Testbericht. Nachdem das letzte Betrachtungsexperiment unterbrochen wurde, behauptete D083, er wäre ein kleiner Bärentoaster und innerlich beschädigt. Er forderte Reparaturen an. Auf dem Weg zur Klinik verhielt sich D083 aggressiv und griff die Wache mit einer tödlichen Waffe an. Er schnitt seinen Bauch auf und behauptete, es befänden sich Brutkrümel darin, die ihn blockierten. D083 verblutete. E vom Fortfahren. So, Projekt-ID SCP-426, Projektklasse, Euklid, besondere Eindämmung. Ich bin in einem Raum ohne Fenster eingeschlossen, damit mich niemand sehen kann. Die Tür zu meinem Raum darf weder mit meiner ID noch mit Informationen zu meiner Person versehen sein, damit meine Symptome nicht verbreitet werden. Nur Mitarbeiter der Stufe 3 oder höher wissen von mir. Beschreibung. Hallo, ich bin SCP-426. Ich muss mich zum Zwecke der Eindeutigkeit so vorstellen. Ich bin ein gewöhnlicher Toaster, der mittels Elektrizität Brot toasten kann. Wenn jedoch Menschen über mich reden, sprechen sie von mir in der ersten Person. Trotz aller Bemühungen ist es bis jetzt nicht möglich, mich in der dritten Person zu nennen. Gut, weiter geht's. Nach Durchführung mehrerer Tests mit Stufe D-Insassen hat die Foundation SCP-426 als schädlich für die menschliche Psyche eingestuft. SCP-426 wurde daher als Informationsgefahr kategorisiert. Danke, dass Sie den SCP-426-Leitfaden lesen. Eindämmung, Schutz, Kontrolle. Hallo? Carl, ja? Next comes the final choice. Okay. There are two doors in front of you. One red, one blue. If you want to give up and leave, go through the red door. The past few months will have been like a dream. You will remember nothing after waking. And this road will end here. You go through the blue door. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Matrix, wirklich? Or stay. The choice is your own. B426. Haben wir jetzt dementsprechend auch das SCP gesehen? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wie wir uns entscheiden. Ich weiß nicht, ob es zwei verschiedene Enden gibt. Das andere Ende würde ich auch gerne noch sehen, aber gibt es halt keinen extra Speicherpunkt. Aber wir wollen natürlich, es ist interessant hier, wir wollen natürlich bleiben, wir wollen gucken, wie weit das noch geht. Auch wenn wir mit bestimmten Maßnahmen der SCP Foundation nicht übereinstimmen, also zumindest ich nicht, wie sie da mit bestimmten Sachen herangehen. Aber manchmal ist Wissen besser als nichts zu wissen, obwohl auch manchmal nichts Wissen besser ist, als alles zu wissen. Und ich glaube, wir geben uns auch in Gefahren, wenn wir uns für die Foundation entscheiden. Aber Karl hat ja selbst geschrieben, er macht die Arbeit auch Spaß, deswegen wählen wir einmal die blaue Tür. Und wir ziehen das jetzt durch, bis zum Schluss. So. Mal gucken, wie weit es in den Kaninchenbau reingeht. Oh. Ist das unser Arbeitsplatz? Oder unser neuer Arbeitsplatz? Good job, Carl. I'm glad you made it through. Have you ever felt like there were memories in your head of things you never experienced? Whispers of people you never met? These were not hallucinations. They're your actual memories. Okay, wir sind eine Blackbox, Carl, oder? You are not a rookie at all. You are a member of Mega 5. You always have been. My name is Marion Wheeler, captain of Mega 5. Welcome back, Gardner Carl. Now,
We need to talk about 55. Über was? Orangschaft freigeschalten. Wer bin ich? SCP Secret Files. Okay, das war wahrscheinlich eine Anspielung auf ein anderes SCP-Teil. Da stecke ich halt nicht so gut drin. Wer das weiß, was gerade damit gemeint war, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich jetzt schon interessieren. Was ist denn Mega 5 und was ist 55? Und wer ist der Gärtner? Auf jeden Fall, das war SCP Secret Files. Wie angedeutet, 5 verschiedene kleine Episoden, die alle grafisch, gameplay-technisch anders umgesetzt waren. Ich hätte mir an ein oder andere Stelle in der Episode noch ein bisschen mehr Zusatzinfos gewünscht, auch gerade von der Steuerungsmechanik her, die war ja am Anfang doch ein bisschen hakelig, beziehungsweise wusste man nicht, welche Taste muss man denn jetzt drücken? Zum Beispiel bei dem letzten Rätsel mit dem Stromkabel jetzt, dass ich die E-Taste drücken muss, um diese auszuwählen. Gut, kann man sich vielleicht auch erklären, eher als Auswahl, aber es stand halt nur in 2. Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, es wäre ein kleiner Hinweis noch gewesen. Sonst fand ich alle Geschichten eigentlich doch recht gut gelungen. Die zweite Episode, das war nicht ganz so meine. Sie war zwar auch gut umgesetzt, war auch interessant mit diesem Skript, dass ein SCP ist, aber da hätte ich mir an einer manchen Stellen noch ein paar andere Story-Infos gewünscht oder vielleicht auch andere Umsetzungen. Das war dann doch sehr, sehr, ja, ich möchte es nicht stupide nennen, aber sehr einfach. Aber egal, hat trotzdem gut reingepasst. Ein schönes Konzept, muss ich sagen, mal ein Spiel aufzubauen mit ganz vielen verschiedenen kleinen Minispielen, wo vielleicht auch verschiedene Entwickler dran beschäftigt waren, sich jeder sozusagen ein Konzept entwickelt hat. Da waren gerade die SCPs, die sie verwendet haben und welche Wiki-Einträge. Also wer das gerne mal nachlesen möchte, drückt kurz auf Pause und schaut da mal rein. Da gibt es ja auch komplette Seiten drüber über die SCPs und was gefunden wurde und welche SCPs es gibt. Also alles auch sehr, sehr interessant und ich könnte mir vorstellen, das könnte vielleicht auch noch, zu anderen Spielen finden. Gamesu Studio ist ein neues Indie-Game-Studio und SCP-Geheimakten bzw. Secret Files ist unser allererster Titel. Wir haben in den letzten 3 Jahren Blut, Schweiß und anormale Tränen dieses Spiel gesteckt, um unseren Spielern etwas Neues zu präsentieren. Da dies unser erster Titel ist, sind wir eure Feedback, eure Ideen, euren Vorschlägen extrem wichtig. Wir wollen herausragende Spiele entwickeln und während wir daran arbeiten, versuchen wir auch ständig, uns weiter zu verbessern. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und wir hoffen, dass euch das Spiel mindestens genauso viel Spaß gemacht hat, wie wir es bei seiner Entwicklung hatten. Das hatten wir. Wir hatten Spaß. Doch, das kann man nicht anders sagen. Mir hat diese mit diesen Zwischensequenzen, wo wir immer lesen mussten, das war ein bisschen sehr viel zu lesen. Ich glaube, im Privat ist es nicht schlimm, wenn man für sich selbst einfach schnell durchfliegen kann. Aber in so einem Let's Play, wo man doch gerne vorlesen möchte, wird das mit der Zeit, dann schleicht sich auch diese Fehler ein. Ich drücke mal kurz ein andermal. Ich mache noch einen Kommentar. Das mache ich aber von anderes. So. Da schleichen sich halt auch langsam entsprechend Fehler ein und man liest falsch oder man spricht Sachen falsch aus oder man übersieht auch bestimmte Sachen. Das ist ja nicht schlimm, das bitte ich auch zu entschuldigen. Es ist einfach mit der Masse, die man da liest, das ist ja auch nicht so. Es gibt so mehrere Tage zwischen den Folgen, wenn die rauskommen, aber ich spiele das ja trotzdem in einem Stück und das war doch mit der Zeit viel zu lesen. Hat ja auch in den Episoden immer wieder was zu lesen. Aber egal, es sind nur kleine Stücke. Ich fand's trotzdem sehr schön umgesetzt und sehr interessant, das mal anzusehen. Und auch dieses Konzept, wie gesagt, mit den verschiedenen SCPs, da birgt sehr viel Potenzial und vielleicht auch für zukünftige Spiele viel Potenzial. Da bin ich wirklich gespannt, was sich die Entwickler noch ausdenken, ob sie weiter im SCP-Universum drinstecken oder nicht. Wir lassen uns überraschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt, was vielleicht sogar eure Lieblingsepisode war und was euch nicht so ganz gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich auch über ein Like und ein Abo, wenn euch das Video, der Content, der Kanal gefällt, freue ich mich natürlich auch so sehr. Und dann würde ich mich auch noch freuen, weil es so schön ist, wenn wir uns in einem nächsten Let's Play oder in einer anderen Folge oder in einer vorherigen Folge vielleicht, wenn ihr erst diese Folge anschaut, wiedersehen. Also, bis dahin. Ciao. So, und da wir natürlich auch sehen wollen, was sich in der roten Tür befindet, habe ich nochmal die Episode bisher gespielt und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da durch. Wir ziehen auch das mal durch und dann sehen wir mal, was sich in der roten Tür verbindet. Los geht's.
Gucken wir hier rum. Oh, derselbe Raum nochmal. Nur die andere Seite. Oh Gott, wirklich? Wir kommen. Wir sehen den Toaster vielleicht. Bin ich gespannt. Durchziehen. Ja. Das ist cool. Jetzt sehen wir auch. Ah, ja. 4 Uhr morgens in Los Angeles. Und die Sphinx. Sehen wir jetzt auch den Toaster? Wir sehen auch den Toaster. Okay. This is strange. Ich bin Karl, Karl Astana. Vor ein paar Monaten saß ich in einem Restaurant in der Straße L und habe meine Dissertation vorbereitet. Der Kuchen hier ist totaler Mist, schmeckt wie ein Haufen Kotze, wie mit Waschglasur. Auf einmal explodiert die Küche des Restaurants wegen eines Gaslecks. So schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Okay, wer es nochmal lesen wollte, drückt auf Pause. Oh, was? Wir kommen wieder hierher und jetzt ist dasselbe Gespräch, oder? Carl, next comes the final choice. Sehr schön. Ja. Das ist dasselbe. So, und weil es so schön ist, machen wir das noch einmal. Also man kann dann wahrscheinlich nur die blaue Tür wählen und dann erfahren halt, was wir in der blauen Tür ist dasselbe. Ist genau dasselbe. Was wir dann durch erfahren haben, dass wir der Gärtner sind. Ich möchte trotzdem mal, gibt es jetzt noch, ist das dieselbe Endsequenz? Okay. This is strange. Ja, es ist genau dasselbe. Das war das Ende der roten Tür. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem nächsten Let's Play wiedersehen. Bis dahin. Ciao.